Willkommen zurück zu Final Fantasy 8 in einem fahrenden Ding. Irgend so eine Mischung aus Auto und Zug. Ich nenne es... Nee, dafür habe ich keinen Namen. Die, beide Wörter sind zu kurz, um die zu kombinieren. Aber wir sollen die Prinzessin aufwecken. Na, bin ich ja mal gespannt. Hallo, wer seid ihr? Unsere Prinzessin schläft im Nebenzimmer. Wie bitte? Du willst sie wecken? Gott, bist du mutig. Das regelmäßige Rattern der Bahn macht mich ganz müde. Speichern kann man nie zu selten. Ja, ich weiß, wer es ist. An der Stelle, muss ich zugeben. Auch nicht unbedingt einer meiner Lieblingscharaktere, lustigerweise. Was ist hier hinten los? Da ist nichts. Oh ja. Oh ja, das ist so richtig Prinzessin-like. Sie kriegt das Edelzimmer. Du bist doch... Wir haben zusammen getanzt. Bist du etwa ein Seed? Aha. Ich bin der Anführer, Squall. Unten warten noch zwei andere. Nora, die Seeds sind gekommen. Bleib locker. Ich bin wirklich froh darüber. Ich hatte den Auftrag schon vor Ewigkeiten an den Garden geschickt. Ein Glück, dass ich direkt mit Direktor Sid gesprochen habe. Verstehe. Du hast während der Feier unseren Direktor gesucht. Kennst du Cypher? Ja. Er ist derjenige, der mir Direktor Sid vorgestellt hat. Euer Direktor ist wirklich nett. Ich dachte, dass die Seeds unserer armen Gruppe nicht antworten. Baloo ist echt nett. Quatsch, Black Ice ist echt nett drauf heute. Aber als ich mit dem Direktor gesprochen habe, war er sofort für uns. Da ihr jetzt hier seid, können wir nun sämtliche Pläne durchführen. Was für Pläne? Weltherrschaft? Oder so? Huch! Ich gehe jetzt wieder runter. Okay, lass uns los. Squall, ist der auch da? Wer? Er? Cypher. Nein, er ist kein Seed. Ach so. Ach ja, ich heiße... Schnabulina von, Schnabloso. Renoir. Schön, dich kennenzulernen, Squall. Ja, ihr gibst du die Hand, ne? Mädchen und so weiter. Oh, das hört sich doch super an. Nach 48 Stunden, glaube ich, aber auch hast es dir echt verdient, Mann. Ach ja, seit wann können Seeds eigentlich tanzen? Es könnte ja sein, dass wir während einer Mission jemanden bei einem Tanzabend kontaktieren müssen. Wir sind eben auf alles vorbereitet. Puh, das gehörte also für dich bloß zum Job? Dabei war es... War es was? Ich will sie dir vorstellen. Das ist meine Partnerin. Ihr Name ist... Hufflepuff. Alle unwichtigen Charaktere kommen aus Hufflepuff. Angel. Willst du wissen, was Angel alles kann? Salto? Renoir benutzt ihren Hund Angel. Im Statusmenü kann Angel Spezialtechniken lernen. Im vierten Fenster erscheint eine Liste der Spezialtechniken, die Angel lernen kann. Der Balken rechts zeigt, wie weit der Lernprozess vorangeschritten ist.
Toll, ich hätte eher sowas wie Salto-Stöckchen holen oder sowas vorgeschlagen. Aber okay, nennt was Angel-Sturm, Angel-Vita und Angel-Kanone. Oh, wobei Angel-Kanone kann eigentlich ziemlich lustig sein. So ein Hund durch eine Kanone wegfeuern. Stelle ich mir lustig vor. Totstellen! Ja, das ist die nützlichste Attacke eines Siegers bei World of Warcraft. Totstellen! Der Moment, wenn das Pet sich daneben stellt und sich fragt, was eigentlich in einen gefahren ist. Wenn ein Balken voll ist, bedeutet das, dass der Hund diese Technik beherrscht. Wenn er hingegen noch nicht voll ist, heißt das, dass der Hund diese Technik noch erlernen muss. Um eine... Das wären richtig geile Fertigkeiten. Um eine neue Spezialtechnik zu erlernen, muss die Technik ausgewählt und mit A bestätigt werden. Renoir braucht jetzt nur noch herumlaufen, damit Angel die Technik lernt. Wenn dabei eine Technik ausgewählt wird, die schon erlernt worden ist, erscheint beim Verlassen dieses Menüs eine Warnung. Wenn Techniken noch zu lernen sind, sollte man sie anklicken. Welche Technik erlernt werden können, erfährt man beim Lesen der Zeitschrift Mein Hund. Nach der Lektüre dieses Hefts sollte man immer das Menü überprüfen. So viel zur Spezialtechnik von Renoir. Siehst du? Ich muss jetzt etwas Wichtiges erledigen, also sei brav, Angel. Ich gehe schon mal vor. Und ich suche die Kanone, mit der wir den Vogel durch die Gegend fliegen lassen können. Das ist sehr gut. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Komm. Oh, geil. Das hört sich an wie bei so wie bei Galaga oder so. Irgendwelchen ganz alten Spielen. Los, da kommen sie angeflogen. Schieß! Ich finde das herrlich. Apropos mein Hund. Wir haben auch schon eine Zeitschrift gefunden. Fällt mir gerade so ein. Blip, mein Hund Nummer 1. Mein Hund Nummer 1. Willkommen, liebe Hundefreunde. Dieses Magazin möchte Ihnen Ihnen Einblick in die Welt der Hunde gewähren. In unserer Erstausgabe wollen wir Ihnen zeigen, wie Ihr Hund Sie vor Feinden schützen kann. Befinden Sie sich in Gefahr, wird Ihr Hund Ihnen zur Hilfe eilen und den Gegner wegstoßen. Der Minus Strike ist der Name Ihres Hundes. Also Angel Strike. Ah, okay. Ist Ihr Hund diese Technik, wenn Ihr Hund diese Technik erlernen soll, müssen Sie immer mit ihm zusammen sein. Immer! Okay, dann gucken wir uns doch mal Renoirs Status an. Aha, aha, ja, alles klar. Angel Strike lernen. Er kann Strikes, yay! Ist hier irgendwas Neues? Wir haben gestoppt, weil wir am Ziel angekommen sind. Mein Zug ist immer pünktlich und niemals defekt. Okay. Hab's verstanden, ihr seid toll. Xel. Und Selfie. Schön, euch kennenzulernen. Hierher. Worauf haben wir uns hier eingelassen und wie viel kriegen wir dafür bezahlt? Das ist eigentlich die richtige Frage. Was ist unsere Bezahlung? Hoffentlich nicht nur ein Date. So, hört mir bitte zu. Die nächste Mission ist extrem wichtig. Der Name Waldeule wird auf der letzten Seite von der Unabhängigkeitserklärung stehen. Aufregend, was? Allerdings... alles fing damit an, dass wir das Geheimdokument aus Galbadia bekamen. Ich hab's besorgt. Es war die Rede davon, dass ein Super VIP Timber besuchen soll. Super VIP. Es ist der Galbadia-Präsident Winter Dayling. Der Unhold Winter Dayling. Er wird selbst von den Galbadianern gehasst. Er ist im Grunde ein Diktator.
Dilling wird mit dem Sonderzug aus der Hauptstadt hierher fahren. Wir haben vor, diesen Zug mit einem Raketenwerfer in die Luft zu jagen, richtig? Nein, sowas Brutales nicht. Ja, was jetzt? Erzähl mal ein bisschen genauer, Digi. Dann sollten wir mal anfangen. Ich werde das anhand dieses Modells erklären. Der gelbe Zug ist unsere Eule. Und das ist die nachgebaute Attrappe. Hier unten von links nach rechts der Triebwagen und der Wachwaggon. Der Präsident sitzt im roten Präsidentenwaggon. Und der letzte ist der Wachwaggon 2. Zunächst springen wir hier rüber. Unser Hauptziel ist es, die Attrappe mit dem Präsidentenwaggon auszutauschen. Anschließend werden wir Dilling samt Waggon mit der Eule entführen. Dazu müssen wir die Weichen an insgesamt 2 Punkten umschalten. Wir haben die gesamte Mission in 7 Arbeitsschritte aufgeteilt. Erstens, Wache einholen und aufs Dach. Dazu müssen wir von der Attrappe zur Wache 2 hinüberspringen. In der Wache 2 befinden sich Soldaten mit Sensoren. Da war wohl ein Technikfreak am Werk. Wie man den Sensoren ausweicht, erzähle ich später. Drittens, zum Präsidenten voranpirschen. Auf dem Präsidenten kannst du normal laufen. Dilling hasst moderne Technik, daher hat niemand in seiner Nähe solche Geräte. Die Kopplung von Wache 1 trennt. Wenn wir es nicht bis zur ersten Weiche schaffen sollten, dann macht es BOOM. Ganz genau, daher müssen wir uns beeilen. Über die Trennung erzähle ich später. Nach der Abtrennung fahren Attrappe und Eule hinein. Wenn alles glatt läuft, werden Attrappe und Eule dazwischen geklemmt. Danach fahren alle Waggons in einer Reihe. Jetzt die Kopplung von Wache 2 trennen. Das ist die zweite Abtrennung. Es läuft genau wie beim ersten Mal. Nach der Trennung werden Eule und Präsident weggefahren. Wenn alles klappt, werden nun Eule und Präsident ausgeklinkt. Danach können wir uns auf das Meeting mit dem Präsidenten vorbereiten. Also, für diese 7 Arbeitsschritte haben wir ca. 5 Minuten. Nett. Also, erstmal auf Wache 2 hinaufsteigen, auf Wache 2 vorarbeiten, Präsident vorpirschen, Kopplung Wache 1 trennen, Attrappe, Kopplung Wache 2 trennen, Eule und Präsident wegfahren. Klingt einfach. Wenn wir das nicht schaffen, sind wir wahrscheinlich tot. Vergesst es bitte nicht. 5 Minuten. Reicht das? Wir haben es simuliert und nur 3 Minuten dafür gebraucht. Ihr Seeds müsstet es schaffen. Klar, das geht locker. So. Über den Sensor von Wache 2 wird euch Watz mehr erzählen. Die Soldaten verwenden 2 Arten von Sensoren, den Geräusch- und den Temperatursensor. Der Geräuschsensor reagiert auf Geh- bzw. Laufgeräusche. Das benutzt der blaue Soldat. Der Temperatursensor reagiert dann, wenn jemand auf einer Stelle stehen bleibt. Das besitzt der rote Soldat. Wenn sie die Jalousien aufmachen, tasten sie die Umgebung ab. Ihr müsst aber nur auf die Fenster direkt unter euch aufpassen, da die Reichweite sehr klein ist. Und wie werde ich nicht erwischt? Wenn eine Jalousie unter euch aufgeht, müsst ihr einfach dementsprechend handeln. So viel zum Thema Sensoren. Und nun zum Thema Abtrennen von Waggons Wache 1 und 2. Frage: Wie soll ich die Kupplung während der Fahrt trennen? Normalerweise kann man die Kupplung während der Fahrt nicht trennen, aber wenn wir das System umgehen, geht's. Sobald die Kupplung getrennt wird, lösen sich die Waggons von allein. Dazu müssen wir einige Codes per Hand eingeben. Wir haben auch die Codes-Tabelle. Die hat Renault. Ich werde die Codes durchsagen. Die Eingabe der Codes übernimmt der Anführer Squall. So Squall, hör mir jetzt bitte gut zu. Ein Code besteht aus 4 Zahlen, zwischen 1 und 4. 1, 2, 3, 4, okay? Wie zum Beispiel 2, 3, 4, 1. Auf der Tafel, die du bedienst, befinden sich 4 Tasten, A, Y, B, X. Um die Zahl einzugeben, musst du
wenn der Code 3124 lautet, bla 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 drücken. Und dann ist die Eingabe komplett. Hier ist eine schnelle und präzise Eingabe nötig. Für einen Code hast du 5 Sekunden. Wenn du das nicht schaffst, wird der Code geändert und die bisherigen Eingaben werden ungültig. Wenn die Eingabe erfolgreich ist, wird der Strom abgeschaltet. Daraufhin lösen wir die Waggons. Dann müsst ihr warten, bis die Weichen umgestellt sind. Diesen Vorgang macht ihr zweimal. Daher solltet ihr die verbleibende Zeit gut abschätzen. Wollen wir das mal ausprobieren? Du musst es dreimal schaffen. Mit Left Button kannst du abbrechen. Okay. So, 3, 3, 3, 1, 3. Okay, check. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Nice. Und 1, 4, 2, 1. 1, 4, 2, 1. Cool. Wie sieht's aus? Nachher hast du auch ein Zeitlimit. Vergiss das nicht. So, Ende der Besprechung. Ist eigentlich egal, aber warum sieht das Modell des Presi-Waggons so unfertig aus? Das andere Modell haben wir gekauft, aber den Presi-Waggon hat Renoir gebastelt. Jetzt verstehe ich. Ich habe mich auch gefragt, warum er so ätzend aussieht. Stimmt eigentlich. Sehr witzig, das war Absicht. Absicht! Mein Hass auf Deling hat sich in dieser Form gezeigt. Aha. Hass, also so. Du hast ihn wirklich so sehr, dass du das Modell derart versaut hast? Verstehe, so. Interessant. Ja, ist doch egal, Ende der Besprechung. Verstanden? Ja. Jetzt bilden wir die Truppe. Ich sammle Informationen. Oh, mein Magen. Okay, er ist nutzlos. Sie fährt los. Ich gehe mal kurz gucken. Damit sind wohl die Teams geklärt. Sag was Bescheid, wenn ihr bereit seid. Lasst euch aber bitte nicht zu viel Zeit. Bist du was? Nee, du bist nicht was. Ich kann euch noch nicht so richtig zuordnen. Aber egal. So, schön die Präsidentenpuppe. Schon die Präsidentenpuppe gesehen? Noch nicht? Dann habt ihr was verpasst. Sieht wirklich genial aus. Ach ja, viel Erfolg bei eurer ersten Mission. Bereit? Los geht's! Yeah, Squall! Gleich sind wir am Wachwaggon. Lasst uns rüber. Wir sollten im richtigen Augenblick springen, damit wir hier etwas Zeit sparen können. Für den gesamten Vorgang haben wir noch genau 5 Minuten. Wir müssen jede Sekunde sparen, damit wir nichts verpassen. Viel Glück, Leute! Oh, tatsächlich, wir haben ein Zeitlimit. Spring mit A. Hep. Hierher! So, und jetzt müssen wir auf die Fenster aufpassen. Geräuschsensor und Temperatursensor. Aha. Na, ich glaube nicht. So, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Weil der hat den Geräuschsensor. Und der hat den Temperatursensor. So, das sah doch gut aus. Hey! Das ist der Präsidentenwaggon. Hier ist die erste Kupplung. Wir sollten uns beeilen. Keine besonderen Vorkommnisse. Du sagst das jetzt zum 27. Mal. Wie oft willst du mich noch damit nerven, bis wir Timber erreichen? Aber das ist mein Job. Er hat es bestimmt nicht einfach. Auch wenn mich das nicht zu interessieren hat. Tut mir leid für die Störung. Jetzt wird mein Sold bestimmt gekürzt. Wie mache ich jetzt meiner Freundin einen Heiratsantrag? Au, keine Sorge, wenn wir mit dir fertig sind, gar nicht.
So, das ist die erste Kupplung. Zuerst wird diese abgetrennt. Nach Watts Informationen stehen hier zwei Wachen. Sal und Selfie, achtet bitte auf diese beiden. Sag uns rechtzeitig Bescheid, wenn sie herkommen. Verstanden. Ich achte auf den linken blauen. Dann passe ich auf den roten auf. Der rote steht gleich in unmittelbarer Nähe. Du solltest selbst Acht geben. Wenn du LB gedrückt hältst, kannst du nach links schauen. So, ran an die Arbeit. Weißt du noch, wie das geht? Klar. Wir müssen drei Codes eingeben, um die Kupplung zu trennen. So, Squall, häng dich ans Seil. Das kriegen wir hin. Wenn du von hier zur Kontrolltafel runtergehst, musst du nach unten drücken. Um wieder hochzukommen, einfach nach oben drücken. Das geht aber nicht, während du die Codes eingibst. Dann mal los, Squall. Wir haben noch 4 Minuten. Viel Glück. Dann wollen wir mal gucken. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 3. Ach, komm. 4, 2, 3, 2. 4, 2, 3, 2. Code 1 akzeptiert. Der nächste bitte. 3, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Okay. Ah, shit. Ich hatte gehofft, dass ich das hinbekomme. Los, nochmal. Ja, ich weiß, wie es geht. Alles gut. Ich war nur zu gierig. Also los. Und es hätte auch gut funktioniert. Wir haben noch 5 Minuten? Och, wie fies. Da wurde die Zeit hochgedreht. 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3, 2. Okay, haben wir. Nächster bitte. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Check. Zweiter Code akzeptiert. Komm, den dritten kriegen wir auch noch dazwischen. 1, 1, 2, 2. Super. Hierher, Squall. Die sind weg. Die haben mich zwar noch gesehen, aber was soll's? Oh. Das war aber ein ziemliches Tempo. So, das läuft doch ganz gut bisher. Er wird mich wieder beschimpfen, aber es ist mein Job. Keine Vorkommnisse. Nur? Meckert ja nicht. Und woher hat er die Zeitung? Hey, was ist? Irgendwas gesehen? Geschehen? Präsidentenattrappe. Habe schlechte Laune. Verlass den Waggon. Jawohl, Herr Präsident. Steh nicht dumm rum. Zurück auf deinen Posten. Jawohl. Jetzt komme ich wahrscheinlich gar keinen Sold. Wo er verlaufen? Hat sich die Inneneinrichtung verändert oder irre ich mich? Was erzähle ich denn meiner Verlobten? Hier ist die zweite Kupplung. Sie wird auch getrennt. Auch hier sind zwei Wachen. Da Xell und Selfie jetzt an der Trennung der Eule arbeiten, muss ich selber gucken? Musst du selber aufpassen. Wenn du nach rechts schauen willst, musst du den Right-Button. So, jetzt die Codes. Ja, ich weiß noch, wie es geht. 5 Codes akzeptieren. Damn, okay, da muss ich auf jeden Fall einmal hoch. Dann mal los. 3143. 3143. Nummer 1. So. 1311. 1311. Zweiter Code akzeptiert. Oh, schnell nach oben. So, das sind die beiden Dudes. Sehr schön, jetzt können wir wieder. So, 4441. 4441. Okay, das sieht noch gut aus.
Dritter ist akzeptiert. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Und einen brauchen wir noch. Den kriegen wir. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Super, fünfter Code akzeptiert. Yeah! Schnell rüber da. Sehr schön. Sieht doch akkurat aus. Endlich lernen wir Winzer kennen. Genial, top! Ihr seid klasse! Mal sehen. Ich sammle Informationen. Ja, super. Der eine liest sich jedes Mal dieselbe Karte durch und der andere kotzt ständig den Flur voll. Wie das hier stinken muss! Ist ja fast wie bei den Slums in Sektor 5. Sektor 6. Ja, einmal mit Profis. Ihr drei sagt Bescheid, wenn ihr eure Ausrüstung überprüft habt. Wenn ihr bereit seid, wollen wir mit dem Präsidenten verhandeln. Verhandeln. Wir sollten lieber überprüfen, ob die GF gekoppelt sind. Jawohl. Ja, die GF sind auf jeden Fall gekoppelt. Xel, Squall, Selfie, alles gut. Neue Zauber haben wir nicht. Wir könnten... Oh, so viel zum Thema. Ist nämlich doch nicht alles gekoppelt. Auf Stärke. GF. Draw. Nee. GF, Zauber und Draw. So. Das finde ich gut. Dann koppeln. Fangen wir mit den GFs an. Das passt. Mal auf Stärke, Ability, Draw Item. Ja, das ist okay. So, Selfie. Ja, komm, die bekommt Diabolos. Und darf dann vor allem auf Magie gekoppelt sein. GF. Nee, Zauber braucht sie nicht. Sie braucht Item, weil wenn sie eh, hier ihr, wie heißt das? Nee, bestimmt, das sollte sie. Wenn die eh ihren, ich komm gleich drauf, ihre Tombola macht, dann wird das eh funktionieren. So, dann wollen wir nochmal kurz einmal den Status prüfen. Okay. Duell auf Automatik hatte ich eigentlich auf einen. Okay, das passt. Kleiner Moment, kann ich noch die Stances ändern? Ne, kann ich nicht. Irgendwas fehlt hier noch. Genau, Squall-Status. Ne, ist auch alles in Ordnung. Ich glaube, das ist okay so. Dann wollen wir hier mal raus. Ich spaziere erstmal da lang. Dann müssen wir wahrscheinlich eh lang. Aber wir können jetzt nochmal netterweise abspeichern. Das machen wir nämlich auch. Ja, Singer. Schling. Und dann... Würde ich mal sagen, gehen wir mal zu den Verhandlungen, nicht? In der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Stimmt, Delinking PT, Dajiling. Jetzt habe ich endlich geschafft, darauf zu antworten. Ich war gerade ein bisschen vertieft in meinem Monolog.
Also, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich so.